Ja, herzlich willkommen. Danke, lieber Gerald, dass du da bist und dass du dir die Zeit für mich nimmst, für heute, für dieses Interview zu meinem Herzensthema Pubertät. Und ja, ich würde dich gerne einladen, mal so vielleicht zu erzählen, was fällt denn dir als Gehirnforscher zum Thema Pubertät ein? Was ist denn wichtig für die Zuseher zu wissen, was sich im Gehirn der Jugendlichen abspielt? Weil ich einfach oft merke, dass Eltern Erwartungen an ihre Jugendlichen haben, die die ja noch gar nicht oder vielleicht überhaupt so nicht erfüllen können. Jetzt rein mal vom Gehirn, ob sie es dann wollen, ist die nächste Frage. Aber wie das so mit dem Gehirn denn ausschaut in der Pubertät. Erstmal begrüße ich dich und alle, die uns hier zuschauen. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich finde dieses ganze Thema Pubertät sehr, sehr spannend. Und es ist natürlich auch neurobiologisch ein interessantes Thema. Und das stimmt im Kern ja auch so, wie das beschrieben wird, dieser doch plötzlich einsetzende Schub der Produktion und der Abgabe von Sexualsteroiden, die mit der Pubertät dann eben vermehrt gebildet werden, bleibt nicht folgenlos für dieses arme kleine Gehirn da oben. Und da gibt es Rezeptoren für diese Sexualsteroide. Und da docken die an und bringen die Nervenzellen dazu, dass die dann nochmal irgendwas machen, was sie anders machen als bisher. Und da kann man sich schon vorstellen, was das oben im Hirn ausrichtet und anrichtet. Es gibt dann ein ziemliches Durcheinander. Und das wird ja auch immer so erlebt, wenn man die Jugendlichen dann in dieser Phase begleiten möchte. Da fällt es einem manchmal schwer. Man ist es auch bezeichnend, dass das am schnellsten im Hirn durcheinander kommt, was eigentlich das Allerkomplizierteste ist. Das ist eigentlich dieser Frontallappen da vorne. Und dort sitzen hochkomplexe Netzwerke, die durch Erfahrung entstehen und mit deren Hilfe dann Jugendliche und später wir auch als Erwachsene so komplizierte Sachen wie machen, wie Handlungen planen, die Folgen von Handlungen abschätzen. Auch sowas wie einen Impuls kontrollieren, geht dann auch schon nicht mehr so gut in dieser Phase. Und Frust aushalten ist auch nicht mehr das, was man so richtig, das haben die 2 Jahre vorher noch besser gekonnt. Und sich in andere hineinversetzen ist auch was Hochkomplexes. Also alles, was kompliziert ist, geht nicht mehr. Das Hirn ist sozusagen in einem Durcheinander und das ist nicht so ganz leicht, dann solche Kinder und Jugendlichen zu begleiten. Das ist zunächst erstmal der rein hirntechnische Stand der Dinge. Aber, und jetzt, wenn du das erlaubst, mache ich mal noch einen Vergleich, damit man sieht, dass man jetzt nicht die hirntechnischen Beobachtungen mit den realen Geschehnissen verwechseln darf. Es gibt da immer ganz feine Unterschiede. Und ich versuche das mal an einem Beispiel klarzumachen. Das ist der Unterschied zwischen Hungern und Fasten. Da kriegt jedes Mal das Hirn nicht genug zu essen. Und die Hungernden verzweifeln, kriegen einen Stress, kriegen ein Durcheinander in die Birne, rennen gegen Wände und wollen unbedingt jetzt was zu essen haben. Wir wissen aus Forschungen, da habe ich sogar selber mitgemacht, dass Fasten, wenn man es nur so 2-3 Tage durchhält, dazu führt, dass sich das Gehirn umorganisiert. Also ich will das jetzt nicht so lange ausführen. Es ist so ähnlich, also es wird das sogenannte serotonerge System in seiner Wirksamkeit verstärkt. Und das führt dazu, dass so eine Art Beruhigungseffekt eintritt oder so ein innerer Sammlungsprozess. Dieses serotonerge System ist zuständig für, ja, sagen wir es mal so, für Globalisierung und Harmonisierung im Hirn, dass alles möglichst gut zusammenpasst und nicht alles drunter und drüber geht. Und deshalb ist eigentlich, wenn man nichts zu essen kriegt, von der Natur aus ein System im Hirn eingebaut, was dazu führt, dass man nicht in Angst und Panik gerät. Denn wenn man jetzt in Angst und Panik geriete draußen in der Natur, fände man überhaupt nichts mehr. Und deshalb legt einem das Hirn erstmal so ein bisschen ruhig. Dann kann man sich hinsetzen und dann kann man noch mal ein bisschen meditieren oder was immer machen. Aber vielleicht kriegt man dann eine Idee, wie man an was zu essen kommt. Das hat sich die Natur schön ausgedacht. Und dieser Beruhigungseffekt, der da eingebaut ist, der wird natürlich vollkommen überrannt, wenn man jetzt glaubt, man müsse verhungern.
Da ist der Stress dann so groß, dass man also sonst was für Zeug macht. Und da siehst du, dass dasselbe im Hirn völlig verschiedene Wege gehen kann und zu völlig verschiedenen Verhaltensweisen führen kann und auch völlig verschiedenen Zwecken dient. Und jetzt mache ich das nochmal mit der Pubertät. Also wie es normalerweise ist, dass man da oben alles durcheinander bringt, das hat die Natur so eingerichtet. Und der Sinn, das haben die Anthropologen und die, vor allen Dingen die Affenforscher, die Primatologen inzwischen sehr schön rausgearbeitet, das dient dazu, die jungen Heranwachsenden, vor allen Dingen Männchen, die sich da besonders hervortun in diesem Durcheinander, aus dem Clan, aus der Familie zu vertreiben. Die ärgern die anderen in der Sippe so lange, machen sich dann auch über die jungen Frauen her, die eigentlich doch der Haremsbesitzer für sich beansprucht, dass die dann rausgeschmissen werden. Und dann müssen die sich in eine andere Familie einbetteln. Und das dient natürlich, ahnst du schon, das dient dem Zweck, dass da kein genetisches Inzuchtzeug entsteht, sondern dass Vermischung stattfindet. Das heißt, die Pubertät soll dazu führen, dass diese vor allen Dingen jungen Affenmännchen über Rand und Band gehen und dann rausgeschmissen werden, dass die sich woanders wieder ein neues Zuhause suchen müssen. Und dann können sie dort aufgenommen werden und dann ist die Pubertät vorbei und dann zeugen sie dort Kinder und dadurch wird dann der Genpool variabler. So, da wird man dann nicht so schnell krank und das ist alles wunderbar eingerichtet. So, und diesen wunderbaren Effekt, den haben wir immer noch bei uns. Und wir können aber auch, also wenn wir jetzt sagen, das ist doch jetzt bei uns gar nicht mehr nötig, dass die sich da so mit der Familie überwerfen, dass wir sie rausschmeißen, könnte man ja auch sagen, okay, vielleicht geht das beim Menschen auch, dass man den jungen Pubertierenden hilft, mit diesem Durcheinander im Hirn, ähnlich wie der Fastende, so umzugehen, dass der sagt, okay, das ist jetzt eine schwierige Zeit, aber gemeinsam schaffen wir das. So, und das ist interessant. Dass die Pubertät ist kein sozusagen naturgesetzliches Geschehen, jedenfalls wohl in ihrem Ablauf, aber nicht in ihren Folgen. Und deshalb habe ich das jetzt so lange vorne weggeschoben, weil wir dann auch ein bisschen darüber reden können, dass es ja Kulturen gibt, die es ihren Pubertierenden leichter machen als wir. Also man kann diesen Pubertätsprozess dramatischer machen, als er eigentlich normalerweise abliefe. Und man kann ihn aber auch abflachen und ihn so verträglich machen, dass er kaum noch bemerkt wird. Also das ist im Prinzip, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so wie ich die Eltern immer ermutige, ihre Jugendlichen liebevoll zu begleiten und einfach diesen Perspektivenwechsel eben nicht aufs Hungern zu legen, sondern auf das Fasten. Das ist jetzt da, so wie der Jesper Juhl auch gesagt hat, Pubertät ist eine Tatsache und keine Krankheit. Also sich auch nicht fürchten, weil es spielt sich ja ganz viel in den Köpfen der Eltern ab. Das ist ja das, was ich immer merke. Die haben ja oft schon Jahre vor der Pubertät ihrer Jugendlichen das Thema, um Gottes Willen, mein Kind kommt in die Pubertät und wie wird das sein? Also das ist wie so ein Schreckgespenst, wie ich das oft erlebe. Und mein Wunsch, also das ist eben mein Herzensthema, diese Pubertät wirklich so als Schatzkiste zu sehen, nämlich als Schatzkiste für die Jugendlichen, die ihr Potenzial entfalten können, aber auch für die Eltern, zu schauen, hey, was hat es denn auch mit mir zu tun? Ja, wo zeigen mir denn die Jugendlichen meine eigenen Themen und vielleicht Verletzungen auf? Und dann gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Ist das das, was du gemeint hast? Das ist es, was ich gemeint habe. Und darüber sollten wir dann noch ein bisschen länger reden. Ich würde aber ganz gerne mal so einen ganz kleinen Ausflug machen in eine andere Kultur. Gerne. Wird mit der Pubertät anders gehandhabt wird als bei uns, damit wir sehen, aha, das ist nicht nur ein individuelles Geschehen, sondern da können auch die Erwachsenen als Gesamtheit den Kindern, und also diesen Pubertierenden, helfen, den Übergang leichter zu hinzukriegen. Mhm. Es gibt Kulturen, da dauert die Pubertät eine Woche oder zwei. Die okay. Erwachsenen haben sich darauf geeinigt und haben das auch gespürt, dass es im Leben kritische Phasen gibt, zum Beispiel Trauer, Hochzeit, Geburt und eben auch Pubertät. Und dann haben die Erwachsenen in solchen Kulturen traditionell Rituale, Übergangsrituale. Ja. Und die sind ja dazu da, dass man nicht in der Trauer stecken bleibt, sondern wieder rauskommt.
die sind dazu da, dass so eine Hochzeit dann auch etwas ganz Besonderes wird, was einem in Erinnerung bleibt. Und die sind eben dann im Falle der pubertierenden Jugendlichen dazu da, dass man denen das nicht unnötig schwer macht. Und dort in diesen Kulturen muss jeder mal selbst im Internet ein bisschen rumsuchen, in Neuguinea zum Beispiel, ist es so, dass die Kinder, alle Kinder in einem Haus mit dem, das nennen die Mutterhaus, da werden die groß. Und wenn sie in die Pubertät kommen, dann, die machen das glaube ich nur mit den Jungs, wäre auch nochmal eine Frage, ob die Mädchen dann möglicherweise auch sowas brauchen. Also wenn die in die Pubertät kommen, dann machen die das mit den Jungs und dann haben die so ein Übergangsritual, das Initiation heißt es. Und das sieht jetzt wieder mit unseren westeuropäischen Brillen alles furchtbar grausig aus und da werden dann auch so Narben gemacht und das wollen wir jetzt auch nicht alles behandeln. Tatsache ist, dass diese Jungs sozusagen als Jungs in dieses Übergangsritual gehen und als Männer wieder rauskommen. Und das hat 14 Tage gedauert. Und dann wohnen die im Vaterhaus und dann sind die Mann. Das war die Pubertät. Aus dem Haus. So, das ist auch Unruhe im Hirn. Diese biologischen Prozesse laufen da auch alle ab. Aber die Gesellschaft, in diesem Falle diese Erwachsenen, helfen den Pubertierenden, dass das nicht so übermäßige Anmaße oder Ausmaße annimmt. Und das sind dann Rituale auf einmal was Tolles. So, und jetzt können wir gucken, was haben wir denn überhaupt noch für Rituale für unsere Heranwachsenden, dass die das hinkriegen. Das war früher Konfirmation, das ist inzwischen zu was weiß ich was verkommen. Viele machen es auch gar nicht mehr. Und es ist auch irgendwie eher nicht ein Schritt ins Erwachsenwerden, sondern es ist ein Bekenntnis, dass man sich als Christenmensch jetzt erwachsen weiter durch die Welt bewegen will. Also da geht es gar nicht ums Erwachsenwerden, sondern um den Anschluss und die Einbindung in diese christliche Gemeinschaft. Nochmal mit einem eigenen Bekenntnis. Heiliger Strohsacker und dann ist nichts. Und dann gibt es so ein paar auch ein bisschen belächelte Leute, die machen dann so indianische Initiationsriten. Schwitzhütten, Selbstfindung im Wald. Und da kann auch jeder nochmal nachgucken, was es da gibt. Tatsache ist, dass tatsächlich Jugendliche, die so etwas mitmachen, leichter durch diese Phase durchkommen. Wenn das richtig so eingestellt ist, dass die sagen, okay, bis hierher ist Kindheit gewesen, das feiern wir nochmal gemeinsam mit den Eltern und das ist großartig, dass wir bis hierher gekommen sind und jetzt werdet ihr erwachsen und dafür nehmen wir uns hier 3 Tage, eine Woche Zeit und nach der einen Woche gehört ihr, da seid ihr keine Jungs mehr, da seid ihr Männer. Das könnten Männer machen. Ne? Und Frauen nebenbei. Auch Frauen machen. Es ist eigenartig, dass Frauen überhaupt nicht auf so eine oder kaum auf solche Ideen kommen. Bei Männern gibt es das wenigstens noch. Das sind so indianische und Schamanen, keine Ahnung. Also Sachen, wo ein Otto-Normalverbraucher eigentlich die Nase rümpft und sagt, das kann doch nicht, das mache ich nicht. Ja, aber hier sieht man, nein, das ist auch eine probate Möglichkeit. Ja, weil ich denke mal, genau diese Riten, die brauchen ja, oder Rituale brauchen ja auch die Eltern, weil ich erlebe ja auch immer wieder. Also, und es ist mir als Mama genauso gegangen mit meinen beiden Kindern. Die sind, wann sagt man, sie sind erwachsen? Also, ja, es gibt so den Spruch von Jesper Juhl, ab 12 ist Erziehen vorbei, aber heißt es jetzt, dass ich gar keine Verantwortung mehr habe, dass ich nichts mehr tun kann? Oder aber auch dieses, ich entscheide mich, also ich glaube, das ist vielleicht auch das, was du meinst, dass ich mir als Eltern bewusst werde, ab einem Alter X, ist mein Kind erwachsen und ich mache auch so einen Cut für mich und lerne dann durch diesen Cut auch anders mit dem Kind umzugehen. Also es glaube ich, dadurch, dass das so schleichend ist und ich habe ja Eltern erlebt, also ich war ja lange Lehrerin, die mit 17 ihren Jugendlichen noch Sachen, Jausenboxen, Hefte mit in die Schule nachgebracht haben, wo ich sage, hat die Abnabelung nicht stattgefunden und das ist das, was die Jugendlichen ja auch gehindert hat, in ihre eigene Kraft zu kommen, weil da immer ein Motor dahinter war, der aber nicht ihrer war. Das ist jetzt eine ganze längere Geschichte. Ich muss das wieder auseinandernehmen, damit wir es so Stück für Stück häppchenweise verdaulich machen. Also wir haben jetzt das Hinterliegende erstmal schon abgearbeitet. Wir sind eine Gesellschaft, in der die Erwachsenen
offenbar zu blöd sind oder es unwichtig finden, den Kindern zu helfen, erwachsen zu werden. Also das ist oft, sonst hätten wir ja irgendwie da was gemacht. Mhm. Ist uns nicht wichtig genug gewesen. Wir klagen lieber darüber, wie furchtbar diese Zeit ist. Mhm. Vielleicht ändert sich das mal. Kann ja sein, dass unser Gespräch dazu beiträgt, dass dann schön wär's. Auf die Idee kommen. So, jetzt gibt es den zweiten Punkt. Ich kenne einige erwachsene Männer. Also, und das bekannteste Beispiel ist der André Stern, der, der ja nie in der Schule gewesen ist. Mhm. Und der in einer Art und Weise aufgewachsen ist und dort sich so viele Kompetenzen und auch selbstverantwortliches Verhalten und also das ist eine gereifte Persönlichkeit gewesen und nicht erst mit 16, sondern auch schon mit 11. Mhm. Der wusste, was er wollte, der hatte gelernt, wie man Konflikte löst, wie man miteinander redet, wie das konstruktiv wird, aber alles schon vor der Pubertät. Und das ist spannend, hätte ich nicht für Möglichkeiten. Der hat mir gesagt, der hat keine Pubertät gehabt. Mhm. Also man braucht die, jetzt sage ich es mal so hart, wie das da klingt, offenbar braucht man die Pubertät nur dann, wenn das Verhältnis mit den Eltern schon vorher problematisch ist. Ja. Je problematischer das Verhältnis mit den Eltern vorher schon ist, desto schlimmer wird die Pubertät. Ja. Und jetzt müssen wir noch klären, was ist denn ein problematisches Verhältnis? Und da habe ich als Hirnforscher einen sehr radikalen Vorschlag. Ein problematisches Verhältnis ist, wenn das Kind zum Objekt der elterlichen Erwartungen, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen und so weiter gemacht wird. Das ist so, als ob Sie als Eltern einem Kind, also als ob Sie Ihr Kind wie einen Kühlschrank oder wie ein Auto behandeln. Und das Kind erlebt das als ein Einschnüren und Abschnüren. Und das kann sich eine lange Zeit, also in den ersten Lebensjahren sowieso nicht und dann auch in der Schule und dann auch ungefähr bis zur Pubertät, kann es sich nicht dagegen wehren. Das ist auf die elterliche Liebe angewiesen und ist dann auch bereit, alles zu tun, was diese Eltern von ihm verlangen. Nebenbei gesagt, jetzt sehen wir gerade eine ganze Generation, die einfach klaglos diese Masken aufsetzt und Abstand hält und Eltern finden das auch noch ganz großartig. Die können das ja aber nur, indem sie auf ihre lebendigen Bedürfnisse verzichten und das also so tapfer unterdrücken. Und das machen dann auch Kinder, die bei Eltern groß werden, die dann spüren, dass sie nur dann geliebt werden, wie sie das so nennen. Ich würde das ja gar nicht lieben nennen, aber die nur dann von den Eltern Anerkennung finden und Zuwendung dazugehören dürfen, wenn sie sich so verhalten, wie die Eltern sich das vorstellen. Mhm. So, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt im Hirn die Sexualsteroide ankommen und da ein gewisses Durcheinander erzeugen und dieser kleine Junge dann nun endlich auch eine Körpergröße erreicht hat, dass er so groß geworden ist wie der Papa und die Mama, dann ist aus die Maus. Mhm. Dann geht der über Tisch und Bänke und zeigt den Alten, wie bescheuert die sind. Mhm. Und dass er das nicht mehr mit sich machen lässt. Und jeder Versuch der Eltern, den jetzt wieder zum Objekt ihrer Beratungen und Maßnahmen und Erklärungen und Erwartungen und Bewertungen zu machen, der wird aber sowas von hartnäckig und auch zum Teil gewalttätig von den Jugendlichen beantwortet. Und dann muss man jetzt sagen, also wir beide können, wenn wir das so rumdrehen, müssen wir sagen, das ist ja ein Glück. Das ist ja förmlich der letzte Versuch eines Heranwachsenden, aus dieser Objektrolle, in die er da hineingeraten ist, ohne sich wehren zu können, nun als erwachender Erwachsener rauszukommen. Wenn der das nicht schafft, bleibt der das ganze Leben lang im Muttersöhnchen. Mhm. Und das sind dann die hast du ja eben beschrieben. Und manche schaffen das tatsächlich nicht. Da ist es so klebrig. Mhm. Da wird es auch nicht durch Unterdrückung gemacht, wie in meiner Generation. Mir hat mein Vater noch eine gescheuert. Und dann wusste ich, wo es lang zu gehen hat. Aber dann habe ich mich hingestellt und gesagt, aber wenn ich groß bin, dann haue ich dem einen auf die Mütze. Mhm. Das heißt, da wird man ja auch noch innerlich, ich will jetzt nicht sagen, dass einem das gut tut, aber man entdeckt seine eigene Subjekthaftigkeit. Ja, währenddessen, wenn das über Verführung läuft, wenn die Mama mich ständig bemuttert und der Papa mir so tut, als sei er mein bester Freund und alles ist immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und wie Schleim,
zu Hause. Da komme ich aus diesem Honigtiegel, da komme ich nicht wieder raus. Da bin ich verführt. Und dann bin ich auf einmal 25 und habe auch keine Pubertät gehabt. Genau. Und das heißt dann aber, dann ist es sehr schwer, jemals wieder in Schwung zu kommen, weil irgendwie muss man ja mal eine eigenständige Person werden. Und jetzt ist diese natürliche Hilfe, die es mal gab mit 14 oder mit 12 oder wann das heute ist, die ist ja jetzt durch. Ja, jetzt muss man das ganze Ding irgendwie hinkriegen, ohne dass einem die Hormone im Hirn. Und das sind dann ganz, ganz schwere Ablösungsprozesse. So, also Eltern könnten, wenn sie es schafften, ihr Kind nicht zum Objekt zu machen, das Kind in eine Situation bringen, wo es das nicht nötig hat in der Pubertät, sich aus dieser Objektrolle zu befreien. Ist auch schön, ne? Manche schaffen das. Es ist wunderbar. Und ja, das ist ja auch das, ich meine, ich zitiere dich ja sehr häufig, genauso wie den Jesper Juhl, weil das einfach so einleuchtend ist, aber dass die Antwort, die ich immer wieder kriege, ja, aber wie mache ich denn das? Hast du da so eine Idee? Also ich versuche die Eltern natürlich zu begleiten. Für mich fängt es mit einer Haltung an, das eben auch zu lernen, weil die wenigsten von uns haben das ja gespürt, wie es sich anfühlt, als Subjekt behandelt zu werden, sondern wir kommen ja meistens, also ich kann jetzt nur auch von mir sprechen und meinen Klienten und Freunden, wir wurden ja auch als Objekte behandelt und behandeln uns als Erwachsene ja auch oft. Also ich erwische mich auch immer wieder, dass ich mich ja wie ein Objekt selber behandle, aber ich lerne seit 20 Jahren Stück für Stück, das immer, wie du sagst, so schön mich zu entwickeln aus meinen Verwicklungen. Und aber hast du eine Idee, die du den Eltern mitgeben könntest, wie man das wirklich konkret macht? Weil die Eltern, die bei mir sind, das sind ja die, die sich wirklich, ja, die das verstehen, die das Beste für ihre Kinder wollen und die auch lernen wollen, das loszulassen. Und das ist einfach ja gar nicht so einfach. In der Theorie ist es einfach, ja, aber wie mache ich das konkret in der Praxis? Du hast es ja eigentlich schon angedeutet. Es ist leider eine von den Eltern selbst gemachte Erfahrung. Sie sind selbst zum Objekt gemacht worden. Und die Kultur, also die anderen Menschen in der Zeit, als das passiert ist, die haben den Eltern, als die noch Kinder waren und ihnen das passiert ist, die haben denen gewissermaßen vorgemacht, wie man das Problem löst. Und die Lösung dieses Problems, wenn ich zum Objekt gemacht werde, besteht für die meisten Menschen daran, dass man den anderen auch zum Objekt macht. Also ich sage dir, du dumme Kuh, und du sagst mir, du Hornochse. So, dann haben wir ein wunderbares Verhältnis miteinander. Das ist eine sogenannte Objektbeziehung, die wir dann miteinander haben. Da läuft nichts mehr. Da gibt es nichts mehr auszutauschen. Und das geht sehr früh los. Das sind eben da können die Eltern auch kaum dagegen an, weil das ist ihnen, das haben sie so gelernt. Unsere ganze Gesellschaft nebenbei ist so aufgebaut. Man ist auch Objekt der Bewerbungen von den Leuten, die einem da irgendwelche Mist verkaufen wollen. Man ist das Objekt der Belehrungen von Lehrern. Die ganze Schulzeit ist, da werden die Kinder konditioniert, sich als Objekt zu erleben und irgendwie damit zurechtzukommen. Und dann ist man in der Ausbildung, wird es auch nicht besser und im Beruf auch nicht. Dann ist man also das Objekt der Anweisungen. Und dann ist man am Ende auch noch das Objekt der politischen und staatlichen Anordnungen. So, das heißt, wenn einem das so passiert, hält man das ja für normal. Und dann denkt man gar nicht mehr drüber nach, macht man es auch so. Und das wird einem dann erst deutlich, wie blöd das ist, wenn mal zufälligerweise man irgendwo ist, wo die das nicht so machen. Also deshalb finde ich ja, auf der Welt umherzureisen ziemlich doof. Aber manche haben schon mal in einem anderen Kulturkreis gemerkt, da wird das nicht so gemacht. Also auf den Südseeinseln machen die sich nicht gegenseitig zum Objekt. Die haben da aber auch keine Kriege. Die sind liebevoll zueinander. Naja, also es ginge schon. Und man müsste versuchen, als Eltern eben das zu vermeiden, dass man sein Kind zum Objekt macht. Geht so schwer, weil man selbst schon zum Objekt gemacht worden ist, dann macht man es mit dem Kind auch und weiß auch gar nicht, wie man es anders machen soll. Man hat ja beispielsweise diese Situation, die Mama möchte morgen dann mit dem Kind in den Kindergarten oder es muss dann los. Und dann sagt die, zieht er jetzt die Schuhe an.
sie macht das Kind zum Objekt einer elterlichen Anordnung. Und dann beugt sich dieses kleine Mädchen runter, zieht die Schuhe an und sagt, blöde Mama. Das ist die Lösung. Das Kind wird zum Objekt gemacht und macht dann denjenigen, der es zum Objekt gemacht hat, auch zum Objekt, in diesem Falle einer Bewertung. So. Und da wird es gelernt. Und im Hirn verankern sich die Lösungen, nicht die Probleme, die man im Leben hat. Und das tut dann nicht mehr weh. Wenn die Mama das nächste Mal sagt, mach doch das oder jenes, dann sagt das Kind innerlich, blöde Kuh. Mhm. So. Und dann verliert man sein Kind. Mhm. Weil man es zum Objekt gemacht hat, wird es dann auch so kalt wie ein Kühlschrank. Mhm. Und das ist doof. So. Und jetzt kommen wir aber zu der glücklichen Botschaft, dass das menschliche Hirn ja zeitlebens veränderbar ist und deshalb auch Eltern, sogar ganz alte, auch Großeltern, die könnten schon nochmal die Kurve kriegen. Mhm. Aber sie müssten es wollen. Und manchmal wollen sie es deshalb, weil sie zu einer Einsicht gelangen. Mhm. Weil sie merken, da ist was nicht so ganz gut gelaufen. Und das wäre dann die Gelegenheit, wo man so einen pubertierenden Sohn einfach mal, das wird man schon noch schaffen, dass man mal sagt, ich möchte gerne mal 5 Minuten mit dir auf der Bank draußen oder Spaziergang machen oder irgend sowas. Nicht gleich immer die ganze Familie, sondern Papa und der Sohn oder Mama und der Sohn oder Opa und der Sohn, 2 nur. Und dann wäre es, glaube ich, notwendig, dass der Erwachsene, weil der ja der Stärkere ist und der Reifere und der Umsichtigere und nicht mit so einem Durcheinandergehirn herumläuft, wenn es also gut gegangen ist, dann wäre derjenige dann eigentlich auch in der Lage, erstmal sich selbst zu zeigen. Der könnte sagen, du, ich weiß, dass das ja nicht alles so gut gelaufen ist. Ich habe es nicht besser gekonnt. Ich bin auch aus einer Familie gekommen, wo die das genauso blöd gemacht haben und es ist nie jemand da gewesen, der mir gesagt hat, es geht anders. Mhm. Ich habe auch in meinem Umfeld niemanden gehabt, wo ich das hätte sehen können, dass es anders geht. Mhm. Und ich habe das für normal gehalten. Und dann sagt man diese wunderbaren Worte, es tut mir leid. Mhm. Da möchte ich mal den Jugendlichen sehen, der dann nicht der dann einfach sagt, du blöder Sack. Ja. Nee, das ist ein eigenartiges Phänomen, wenn sich in einer Objektbeziehung, wo zwei sozusagen sich gegenseitig da abwerten, wenn da sich einer als Subjekt emanzipiert und in der Lage ist, sich zu zeigen, dann kann der andere nicht anders und macht das auch. Und das kennen wir aus manchen Situationen, es fällt uns aber nicht auf. Es ist zum Beispiel, wenn ich durch die Stadt gehe und einen Menschen anlächle, dann lächelt er zurück, weil er merkt, ich habe ein Interesse an ihm, sonst würde ich ihn nicht anlächeln. Ich begegne ihn in Augenhöhe, dann freut er sich und macht das auch. Von alleine kommt er vielleicht nicht auf die Idee. Und auch wenn so ein Gespräch, wie nennt man das heute, Mitarbeitergespräch geführt wird in der Firma. Ja, das kann manchmal sein, dass dann es besser ist, wenn der Chef sagt, ich gebe mir hier zwar große Mühe, aber ich bin auch nicht der liebe Gott. Und jetzt habe ich alles, was ich konnte, versucht und habe ihnen das angeboten und das und das und das. Alles wollen sie nicht. Und überall haben sie immer nur gesagt, das geht nicht. Und also jetzt, es tut mir furchtbar leid, aber sie liegen mir ja auch am Herzen und wir haben hier keine glückliche Zeit mehr miteinander. Und deshalb möchte ich Ihnen die Chance geben, einen anderen Chef zu finden, der Sie besser versteht als ich. Ich habe versagt und es tut mir leid. Boah, das ist eine Art von Entlassung, wenn man es ernst meint. Also als Schauspieler kann man das nicht aufhören. Aber so könnte man als Chef abends auch vor den Spiegel treten und könnte sagen, das stimmt, was ich da gesagt habe. Ich habe mir Mühe gegeben und der war so zerstört durch was immer der erlebt hatte, dass der auf nichts eingehen konnte. Hm. Und vielleicht hat er Glück und findet einen, der das besser kann als ich. Und dann ist es doch richtig, mich lieber heute als morgen darauf einzulassen und dem zu sagen, du, ich gebe dir die Chance, such den anderen. Das wird mit dir, ich kann es nicht.
Und das ist der Übergang, wo man dann sozusagen sich selbst in diese Subjekthaftigkeit bringt und den anderen auch in seine Subjekthaftigkeit führt, weil der kann jetzt nicht mehr blöder Chef sagen. Der kann nur sagen, mein Gott, an sowas habe ich ja gar nicht gedacht. Ich habe das doch nur gemacht, weil das hier alle machen. Ja? Und es war ja auch schön bequem, wenn ich immer Nein gesagt habe. Vielleicht kommt er dann sogar und sagt, lieber Chef, geben Sie mir noch mal eine Chance, ich habe es verstanden. Und dann wäre da auch was entstanden. Also wenn Menschen sich einander wirklich als Subjekte begegnen, passiert was. Und wenn es Eltern schaffen, ihrem pubertierenden Kind so zu begegnen, dass das Kind, das die Eltern als in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit erlebt, dann kann ich mir vorstellen, dass daraus ein sehr interessantes Gespräch wird, wo dann auch Lösungen gefunden werden für diese Problematik. Ja, und ich denke, das ist aber vielen Eltern nicht klar, dass die Verantwortung, weil du hast vorher gesagt, also der Erwachsene oder der mit weniger Chaos im Hirn, sprich, kann ja nur der Erwachsene sein. Das heißt, die Beziehungsverantwortung liegt einfach beim Erwachsenen. Und ich kann nicht von einem Jugendlichen Ja, erwarten, dass er das macht. aber ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, weil wenn du sagst, die Verantwortung liegt beim Erwachsenen, also in dem Falle bei Ihnen, lieber Herr Müller, Ja. dann machst du ihn zum Objekt deiner Bewertung. Oh, stimmt. Ja, Ja. das ist auch nicht das. Also Danke für den deshalb versuche Hinweis. ich ja hier, du merkst ja, was ich hier mache, Ja, ich ja. versuche keine Ratschläge zu erteilen, Ja. ich versuche Verständnis zu wecken. Weil am Ende muss Herr Müller selber entscheiden, was er macht. Du kannst ihm sagen, Sie können es so machen oder Sie können es so machen. Aber wie Sie es machen, das müssen Sie wissen. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht der Vater und ich weiß auch nicht, wer Ihr Sohn ist. Und dann lässt du Herrn Müller frei. Aber nicht genauso, wie er reingekommen ist, weil jetzt verlässt er den Raum mit etwas mehr Verständnis für sich selbst und möglicherweise für sich selbst auch. Und möglicherweise auch für seinen Sohn oder für seine Tochter, die in dieser Übergangsphase eben jetzt gerade ist. Und dann wird er nach Hause gehen, wird seiner Frau was erzählen und dann hat sich das Verständnis auf noch eine weitere Person ausgebreitet. Und so könnte es gelingen, dass diese Familie es schafft, ihre pubertierenden Kinder durch die Pubertät zu bringen, ohne dass dort alles Geschirr zerschlagen wird. Sind Aber schön. du merkst, wie schnell wir da reingeraten. Ja. Es liegt doch in der Verantwortung der Erwachsenen. Das ist also wie ein Befehl. Das dauert nicht mehr lange, dass man aus dem Satz dann macht, ihr habt euch gefälligst darum zu kümmern. So, und dann hat man Aufgaben zugewiesen. Ja, so haben das die Sklavenhalter auch gemacht, wenn die gesagt haben, es ist jetzt eure Aufgabe, meine Pyramide zu bauen. Ja, und da merkst du, das ist uns so was von ins Fleisch und ins Blut übergegangen, dass wir selber aufpassen müssen, dass wir nicht dauernd da reingeraten. Und damit uns das leichter gelingt, habe ich einen Vorschlag. Und der heißt, man könnte auch erstmal aufhören, ständig über die Pubertierenden nachzudenken, sondern man könnte sich auch mal selbst fragen, ob ich als Vater oder als Mutter überhaupt in der Lage bin, denen zu helfen, wenn es in mir selbst so traurig aussieht. Also wenn ich selber da lauter Probleme habe, die ich nicht gebacken kriege, wenn ich unzufrieden bin oder wenn diese Beziehung mit meinem Partner hier so konfliktreich ist, also heiliger Strohsack, also wenn es eigentlich die Botschaft heißt, ich müsste irgendwas tun, dass es mir gut geht. Weil in diesem kläglichen Zustand, in dem ich mich jetzt hier befinde, wie im Hamsterrad, so, da fällt mir auch bei meinem Sohn dann nicht das Richtige ein. Und der merkt es auch, dass ich da jetzt mir nur Mühe gebe, aber in Wirklichkeit merkt er, das kommt jetzt gar nicht richtig aus mir raus. Und da wäre dann, wenn man in so einer Situation ist mit sich selbst, dann hat ja nicht der Pubertierende ein Problem, da hat man selber ein Problem. Das müsste man dann erstmal lösen, sonst lastet man dem nur sein eigenes Problem auch noch obendrauf. Und der Weg dahin, das zu lösen, könnte ganz einfach sein. Und man könnte versuchen, als Mama oder als Papa sich zu fragen, ob man nicht ein kleines bisschen liebevoller. Und jetzt kommt es nicht mit dem Sohn, nicht mit der Frau, nicht mit dem Partner, sondern mit sich selbst umgehen könnte. Also sich selbst etwas nähren, damit man wieder in die Kraft kommt. Also
Also nichts mehr machen, was einem nicht gut tut. Also mit einem schlechten Gewissen irgendwas essen, nur weil es billig gewesen ist, dieses wunderbare Steak da beim Discounter und gleichzeitig zu wissen, wie diese Schweinehaltung da aussieht, das schmeckt doch nicht. Also dann esse ich das nicht. Den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen und immer zu glauben, man hätte keine Zeit, um mal wenigstens aufzustehen, und der arme Rücken ruft die ganze Zeit. Es ist lieblos, wie ich mit dem umgehe und damit mit mir. Und so kann man dann einiges tun am Tag und kann dann plötzlich jedes Mal, auch abends, wenn ich dann diesen Fernsehsender da mit der 100. Corona-Diskussion einfach mal abgeschaltet habe und mir diesen blöden Krimi dann nicht mehr angucke, weil ich weiß, du kannst sowieso nicht gut schlafen danach, dann werde ich wieder Gestalter meines eigenen Lebens. Ich verbinde mich wieder mit meinen Bedürfnissen. Ich fange an, auf das zu achten, was mein Körper mir sagt. Ich werde wieder lebendig. Ich befreie mich aus der Objektrolle, in die ich geraten bin, als ich noch im Hamsterrad saß. Und das kann man jetzt nicht gleich überall machen, also tagsüber im Betrieb, dann mache ich eben das so. Aber wo ich kann, mache ich es. Und ich habe überall eine Möglichkeit, sogar ein Häftling im Knast kann sich entschließen, etwas liebevoller mit sich selber umzugehen, statt ständig mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Und dann erkämpft man, oder ich erkämpfe es ja falsch, dann schenkt man sich eine gewisse Freiheit innerhalb der Gefangenschaft. Und dann, wenn man innerhalb eines doch engen Rahmens plötzlich wieder zum Gestalter wird und das Gefühl hat, hier geht ja was, dann kommt man in die Kraft. Dann werden die beiden Grundbedürfnisse wieder gestillt, das nach Verbundenheit und das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann ist man kein Bedürftiger mehr, der seine Grundbedürfnisse die ganze Zeit unterdrücken musste und ersatzweise deshalb alles Mögliche gemacht hat, also brauchte dann Macht und Einfluss, weil er offenbar sich so ohnmächtig gefühlt hat. Er brauchte Anerkennung und Bewunderung, weil er offenbar keine Vorstellung davon hatte, dass er selbst schon genug ist in dieser Welt und nicht noch auf die, dass er selbst bedeutsam genug ist und sich selbst genug Anerkennung schenken kann. Und so kannst du das alles weitermachen. Und dann hast du keine Bedürftigen mehr. Und Bedürftige sind ja immer welche, die etwas von den anderen haben wollen. Ja. Und jetzt sind wir bei diesen Eltern. Die wollen jetzt von dem pubertierenden Sohn haben, dass der sich so verhält, dass das hier Friede, Freude, Eierkuchen zu Hause endlich wieder ist. Das kann man wohl wollen, aber es wäre besser, man wäre kein Bedürftiger und müsste das von ihm nicht verlangen, sondern könnte aus der Kraft heraus so ein offenes Gespräch mit ihm führen, wo man sich in seiner Hilflosigkeit, auch in seiner Verletzlichkeit einfach mal zeigt und seiner Fehlerhaftigkeit. Ja, warum nicht? Ja. Muss man aber Kraft haben. Und das ist dann etwas, wo man, wenn man das macht, wird man feststellen, das tut gut. Das ist liebevoll mit sich selbst. Und das geht gar nicht darum, dass man dem Sohn dabei hilft, besser durch die Pubertät zu kommen, sondern man nutzt die Chance, die einem das Leben ja in jedem Augenblick bietet, nämlich aus diesen blöden gezwungen, aus diesen Zwängen auszusteigen, in die man hineingerät. Also es sind ja nicht nur äußere Zwänge, es sind ja auch diese blöden Vorstellungen, mit denen man da rumläuft. Einfach mal weg damit. Das Hirn wieder freimachen, den Blick wieder aufmachen. Und dann sieht man manchmal, was man da für tolle Töchter oder für Söhne hat. Und dann sieht man sogar deren Not, wie die jetzt eigentlich das gar nicht so wollen, wie sie das machen, aber es drängt sie eben. Gut, dann weiß man eigentlich schon, was man machen kann, um ihnen zu helfen. Ja, also das ist eigentlich genau der Weg, den ich versuche, erstens schon seit langem mit mir selber zu gehen. Und meine Erfahrung ist aber auch, es braucht nicht nur die Kraft, sondern es braucht schon auch Mut für mich. Also das erlebe ich auch bei den Eltern. Denn du sagst es so schön, wenn ich aufhöre, mich selber zum Objekt zu machen, kommen natürlich auch meine alten Wunden an die Oberfläche. Und mit denen muss ich mich ja auch auseinandersetzen. Also siehst du das auch so, dieses, ich muss mich einfach mit dem beschäftigen, wie schmerzhaft das für mich war, als ich in meiner Kindheit zum Objekt gemacht wurde. Und
über diese Verletzlichkeit, wie du sagst, man macht sich verletzlich, man zeigt sich verletzlich, ist man ja aber auch ein wunderbares Vorbild für die Kinder. Das heißt, man muss nicht ständig den Fokus auf sie haben, sondern wenn ich den Fokus auf mich habe und liebevoll eben mit mir bin, dann bin ich doch auch Vorbild für sie. Oder siehst du das anders? Das Letzte, finde ich, ist genau das, was ich auch sagen wollte. In dem Augenblick, wo ich liebevoll anfange, mit mir selbst umzugehen, heilen all diese Verletzungen von allein. Und möglicherweise ist es eben eine Vorstellung aus dem vorigen Jahrhundert, zurückgehend auf Herrn Freud und die Analytiker, dass wir mal gedacht haben, dadurch, dass man unten den Keller aufräumt, wird es oben im Dachgeschoss schöner. Kann auch sein, dass das nicht stimmt, dass man dann eigentlich nur noch im Keller unterwegs ist. Und es könnte sein, dass wir sagen, okay, das war eben jetzt so da unten. Und das haben wir damals nicht verhindern können. Es hat uns sehr geschadet, es hat wehgetan, aber das hat uns auch zu dem gemacht, was wir heute sind. Ich wäre ja Einheitsbrei, wenn ich nicht diese besonderen und zum Teil auch sehr schwierigen Erfahrungen gemacht hätte. Und das ist der Schatz, den ich mitnehme in meine Obergeschosse. Und dann höre ich aber auch auf, in dem Keller da weiter rumzusuchen, sondern mache ich die Fenster auf. Und das ist das, was ich meine. Und das wäre das, und das würde automatisch passieren, wenn ich anfange, liebevoll mit mir selbst zu sein. Dann räumt sich das da unten alleine auf, weil es hat gar nicht mehr so eine Bedeutung. Ja, also ich habe nicht gemeint von Retraumatisierung und all diesen Dingen, wo man nochmal eintaucht, sondern das, was, also das ist das zumindest, was ich spüre, aber auch immer wieder lerne und erfahre, dass wir ja trotzdem ein Körpergedächtnis zum Beispiel haben, ja, und auch in unserem Gehirn sind Dinge verankert. Das heißt, es kommt ja im Hier und Jetzt ein Schmerz, der mit dem Hier und Jetzt ja in der Dimension zum Beispiel, wenn mein Kind sagt, du lass mich in Frieden und gib mir eine Ruhe und du bist peinlich oder was auch immer oder schlimmere Dinge, löst das ja in mir meistens ein Gefühl aus, das ich ja von irgendwoher kenne. Und das habe ich gemeint. Das ist auch richtig. Und das ist ja auch der Grund, weshalb die Eltern in solchen Situationen selbst wieder so komisch reagieren und nicht in der Lage sind, auf das Kind einzugehen. Und jetzt haben wir aber gesagt, wenn sie stark wären und in sich ruhen würden, weil sie vorher schon die ganze Zeit gemerkt haben, wie gut ihnen das tut, wenn sie liebevoll mit sich selbst umgehen und sie dann in ihre eigene Kraft kommen, dann werden diese dann tauchen solche Situationen auf, aber die werden viel schneller handhabbar, weil sie gelassen sind. Sie eskalieren das nicht selber noch mit, können viel besser auf so etwas dann eingehen und es führt gar nicht mehr zu solchen endlosen Konflikten, die sich immer weiter aufschaukeln. Und deshalb wäre ich schon der Meinung, man könnte dann doch eher versuchen, diesen Weg zu gehen, dass man sagt, es geht doch eher darum, dass ich mich selbst stärke, damit ich nicht immer wieder in diese Objektrollen reinfalle. Einer, der nicht stark genug ist, der jetzt draußen einkaufen geht und dann kommt irgendeiner mit seinem Einkaufswagen und stößt ihn an, der brüllt den an und macht einen Zirkus, ne? Aber nicht, weil er in seiner eigenen Kraft steckt, sondern weil er ein Schwächling ist. Weil er sich bedroht fühlt, weil er meint, er müsse dem anderen jetzt mal entscheidend sagen, wo es lang zu gehen hat. Kürzlich hatte ich das mit einem, der mir erzählen wollte, wie ich die Maske richtig aufzusetzen habe. Ist doch Wahnsinn. Und das sind bedauerliche, bedürftige Menschen, denen man nur versuchen kann, zu helfen, aus dieser Schwäche herauszufinden. Und dann frage ich dir immer, ob ich ihnen irgendwie helfen kann. Das können wir zumindest nicht übel nehmen, aber sie können das natürlich noch überhaupt nicht verstehen, dass ich so antworte. Sie müssen die Maske richtig aufsetzen. Ich sage, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Haben Sie ein Problem? Und dann wird der dann ganz, da kommt die Reaktion anders. Und dann sagt man noch, und selbstverständlich setze ich die Maske richtig. Danke für den Hinweis. Was soll ich mich mit dem rumstreiten? Ich muss ja nun nicht mich mit jedem da herumstreiten. Das macht auch keinen Spaß mit so einem, der es so nötig hat, der so bedürftig ist. Da ist es auch schöner, ein bisschen liebevoller mit dem umzugehen.
Also ja, sonst das stelle ich mich auf dieselbe Stufe, dann mache ich dasselbe Zeug wie der. Und das ist das, was du vorhin gemeint hast, dass man eben dann in diesen Auseinandersetzungen mit dem pubertierenden Kind wieder in die alten Muster zurückfällt. Man spürt wieder, wie man damals zum Objekt gemacht worden ist, wie man von seinen eigenen. Und dann kommt der ganze Zirkus da wieder hoch aus dem Keller. Das ist so, als ob man Gespenster weckt. Stimmt. Und die Frage heißt, will ich die wecken? Und dann kann man noch sagen, das kann man nicht verhindern. Aber dann kann ich sagen, aber wenn es dir richtig gut ginge und du richtig froh wärst, am Leben zu sein und diese Kinder zu haben und diesen Mann zu haben und du dich auf die nächste Stunde freust, da kommt kein Gespenst. Mhm. Die kommen nur, wenn du schwach bist, wenn du da niederliegst, wenn du dich nicht um dich gekümmert hast. Wenn du von anderen ausgelaugt wirst, weil du nicht aufgepasst hast. Oder wenn du da eben so abhängig geworden bist von der Aufrechterhaltung dieses Familienlebens oder was du dir, also eigentlich bist du abhängig geworden von der Aufrechterhaltung einer Vorstellung, die du dir mal irgendwann zurechtgelegt hast. Mein Gott, dann lass doch die Vorstellung fallen. Da bricht die Welt nicht zusammen. Vielleicht braucht man gar kein Haus. Vielleicht braucht man auch gar nicht so einen eigenartigen Mann wie diesen. Vielleicht muss man auch gar nicht jeden Tag arbeiten gehen. Vielleicht kann man auch was völlig anderes machen und damit sogar auch noch mehr Geld verdienen. Vielleicht braucht man auch gar nicht so viel Geld. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, wenn man erstmal aus der alten Vorstellungswelt heraustritt. Und das gelingt aber auch nur, wenn es dir gut geht. Dann, ja. Wir nennen das dann Träumen, dann kannst du mal träumen, ja. Ja, genau. Und dann fangen wir an. Fällt dir nichts ein. Ja, genau. Und dann sind wir bei dem, darf ich das überhaupt, also als neue Gedanken denken, weil wenn ich, sage immer, wenn ich nicht einmal träumen traue und Gedanken, neue Gedanken denken, dann können die ja auch nie eintreten. Aber worauf ich noch kurz eingehen würde, weil du sagst, ich würde es jetzt mal nennen, Selbstfürsorge. Gut für mich sorgen, sich um mich kümmern, liebevoll mit mir zu sein, da höre ich ganz oft, naja, das ist ja egoistisch, was es ja für mich nicht ist. Und ich denke, da sind wir uns einig. Aber wie siehst du das? Was würdest du Eltern sagen? Wo ist der Unterschied zum Egoismus? Ein Egoist, jetzt das ist mir richtig wichtig, ein Egoist braucht den anderen, damit er sich nährt. Egoisten leben von anderen Menschen. Okay. Und Egoisten kümmern sich nicht um sich selbst. Die sind nur damit beschäftigt, sich Nahrung zu holen, damit sie ihre Bedürftigkeit sozusagen einigermaßen kaschieren können. Die brauchen Anerkennung, Bewunderung. Die müssen alles für sich zusammenraffen, alles kriegen, alles bekommen, was die Welt ihnen irgendwo was da draußen gibt. Das ist Egoismus. Einer, der sich um sich selbst kümmert, achtet auf sich und das wird einer, der braucht nichts zu haben, der hat was zu verschenken. Und damit bin ich ja auch, wenn ich gut, also ich sage immer dieses, wenn ein Kaffeeheferl, wenn nichts drinnen ist, kann ich nichts geben. Also das ist wie ein leeres Glas. Ja, das wollen wir jetzt nicht mehr machen, wir müssen jetzt auch zum Ende kommen. Ja. Aber das ist auch ein interessanter Gedanke, warum haben wir diesen Spruch, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst? Mhm. Größtenteils so verstanden, als müssten wir uns um den Nächsten kümmern und nicht so sehr um uns selbst. Mhm. Die Wahrheit, also aus meiner Perspektive, und das kann ich dann auch neurobiologisch begründen, heißt, jemand, der nicht gelernt hat, sich um sich selbst zu kümmern, ist unfähig, sich um einen anderen zu kümmern. Der benutzt den immer nur. Mhm. Ja, und es gibt auch Menschen, die kümmern sich um andere Menschen, aber nicht, weil ihnen diese andere Person wichtig ist, sondern weil sie dafür Anerkennung haben wollen. Ja, und wenn sie diese Anerkennung nicht mehr bekommen, dann schmeißen sie alles hin und kriegen Burnout. Mhm. Burnout ist die häufigste Erkrankung von Menschen in sozialen Berufen. Stimmt, ja. Da muss man sich schon mal fragen, wie das kommen kann. Mhm. Okay, aber das ist jetzt nicht mehr die Pubertät, aber du merkst, es macht Spaß, wenn man an einer Stelle anfängt, findet man kein Ende mehr. Ich hoffe, dass das ein bisschen anregend war für die, die uns hier zugeschaut haben und dass sie vielleicht die eine oder andere Idee mitnehmen können, wie sich dieses auf den ersten Blick sehr schwierige
Thema und diese auch auf den ersten Blick sehr schwierige Lebensphase, die sich, wie das Thema leichter gemacht werden kann und wie diese Lebensphase auch als eine Phase verstanden werden kann, die ja eine Chance ist. Weil am Ende haben wir darüber geredet, dass Eltern wieder zu sich selber zurückfinden könnten. Genau. Und dafür kann die Pubertät diese Schatzkiste sein. Also für mich ist dieses wirklich, das ist so mein Anliegen. Und ich denke, da sind wir uns auch einig. Und danke auch noch einmal für den Hinweis mit der Verantwortung. Also da eben auch nicht in dem Fall meine Klienten zum Objekt meiner Erwartungen zu machen. Und da tappt man ziemlich schnell in die Falle. Das war jetzt gerade noch einmal ein toller Prozess auch für mich zum Reflektieren. Ja, wenn man das einmal an einer Stelle anfängt zu merken, merkt man es überall. Ja, das stimmt. Plötzlich hat man es so, als ob man so ein kleines Vögelchen oben drin hat, was immer piept, wenn du das wieder machst. Ja. Und dann hört es, irgendwann merkt man, dass das ist Mist. Und dann will man das. Also du kannst es leicht, Menschen können sich verändern, aber nur dann, wenn sie es wollen. Genau. Ja, das ist ein guter Schlusswort. Können es nur wollen, wenn das Ergebnis der Veränderung schöner ist, als das, was sie jetzt haben. Und manche sind eben, die haben Angst, dass das, was dann rauskommt, wenn sie sich verändern, noch furchtbarer wird als das, was sie jetzt haben. Deshalb halten sie das Elend so lange aus. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Gerald, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, also ich bin mir ganz sicher, da ist ganz viel dabei und ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder mal ein Gespräch führen. Herzlichen Dank dafür. Und dir alles Gute und viel Glück bei der Begleitung dieser Eltern und ihrer pubertierenden Kinder. Danke vielmals. Ein wichtiger Job. Also, alles Gute. Danke dir. Ciao.